Herzlich willkommen zu King Kong Pictures hier auf Tide TV. Heute begrüßen wir Kobito, eine Underground-Band aus Berlin, die einiges zu reißen hat, auf die wir uns sehr freuen. Ich freue mich erstmal überhaupt, dass sie in Hamburg sind. Gib mir erstmal eine Links-Rechts-Kombination. Latsch. Sehr gut. Habt ihr gut hergefunden eigentlich jetzt mal? Jetzt nicht die direkte Tour, sondern Berlin-Hamburg. Ja, doch, wir haben gut hergefunden. Ich hoffe, dass dieser Check, den wir gerade gemacht haben, dass der in so eine YouTube-Compilation von so awkward social moments kommt. Achso, ja, genau. Wie macht man das jetzt am besten? Alles cool. Ja. Wie habt ihr hergefunden? Wie war die Fahrt? War entspannt, war locker? ICE. Ja. Jerome Boateng im Zug. Kaikani Schlafbrille. Dazu noch mehr. Ja, wir haben ihn leider nicht gesehen, aber er war wohl im Zug. Wir waren im gleichen Zug, also wir fahren inzwischen im gleichen Zug wie Jerome Boateng. Soweit ist es schon gekommen. Soweit haben wir es gebracht. Das ist doch schon mal etwas. Du sag mal, ihr habt ja Kobito, das ist ja schon ein sehr kurioser Name. Also ich habe mir schon gleich gefragt, Kobito. Wie hat man sich den zusammengestellt? Wie habt ihr den zusammengestellt und wie seid ihr dazu gekommen, euch Kobito zu nennen? Also das ist lange her jetzt auch schon. Da war ich in der Schule und da war so ein Lehrfilm, der gelaufen ist, und da am Ende gab es dann diese Kombination aus Bild und Ton und irgendwie fand ich es cool, hab das genommen und war zu dem Zeitpunkt auf der Suche nach einem Namen, weil mein Name davor einfach scheiße war. So. Oder immer verschiedene Namen, keine Ahnung. Ich glaube irgendwie auch mal so Eis und Tonic und ich war völlig verzweifelt offensichtlich. Da habe ich das genommen und dann hat sich das irgendwie so schön zusammenstellen lassen. Ja. Also wart ihr da gar nicht in der Namensfindung schon zusammen gewesen? Nee, das war eine reine Erfindung von ihm. Wir sind dann erst so 2006 zusammengekommen. Damals noch mit Mr. Mo und Refpolk zusammen mit unserer Band Schlagzeilen. Wir hatten da so ein kleines Künstler-Polit-Kollektiv. Und ja, irgendwann hat mich da ein Kumpel mal mit zum Plenum genommen. Und ja, dann war ich erst DJ bei einer anderen Band und dann wurde ich abgeworben. Oh, das gibt es auch noch. Ja. Aber die andere Band hat in einem anderen Genre dann doch auch sehr erfolgreich geschafft. Okay, alles klar. Also kann man es denen auch nicht mehr so übel nehmen? Nee, so, nee, nee. Die ich glaube, wir sind gut miteinander. Okay, sehr cool. Hat das jetzt eigentlich auch so eine tiefwurzelnde Bedeutung für dich gehabt oder war es einfach nur jetzt, das ist der Name, den ich haben muss? Also ich glaube tatsächlich so, der Name hat mich so angesprungen irgendwie. Also klar, Kombination aus Bild und Ton kann man sich natürlich viel zu denken und tue ich auch, aber gleichzeitig, ich fand es einfach nur irgendwie passend für das, was ich mir so vorstelle und was ich mir so vorstelle unter Musik, dass es irgendwie immer was Bildhaftes haben soll. Ich glaube tatsächlich, meine Texte sind auch sehr, sehr bildhaft und metaphernreich, insofern passt es, aber ob sich das dann im Nachhinein bewahrheitet hat oder ob ich es damals schon gecheckt habe, da möchte ich zu schweigen. Vielleicht kristallisiert sich das auch noch im Laufe der Zeit dann irgendwie noch mehr raus, wo dann irgendwann sagst du, rekapitulierend. Es gab schon, vor 13 Jahren einen krassen Masterplan. Ja, genau. Ja. Ganz genau. Wie seid ihr eigentlich zur Musik gekommen? Oder speziell du? Und dann kannst du mir ja doch mal du auch noch was dazu sagen. Ich bin so typisch so, wie sagt man, Schulhof sozialisiert sozusagen. Einfach Rap war halt eine Sache, als ich so 16 war, also 2002 dann, ich bin ja 86er, war das halt einfach ein 2002 waren einfach irre Jahre, wo krasse Releases rauskamen und da war das halt gerade so die Musik, die irgendwie cool war, auch neu auf jeden Fall, noch überhaupt nicht so verbreitet wie heute, muss man dazu auch sagen, also es war jetzt noch nicht... Hip-Hop-technisch. Ja, es war noch nicht so wirklich cool, jetzt Hip-Hop zu hören, eher die Leute waren so, was ist das überhaupt und warum... Ist das nicht diese Schreimusik und so? Und nee, tatsächlich bin ich dann auf dem Schulhof irgendwann mal angesprochen worden, ob ich nicht Lust hätte, zu so einer Freestyle-Session zu kommen. Dann bin ich da hingekommen und da hatte mir dann der Dave Devilist, ein Rapper aus Berlin, der den Laden geleitet hat, meinte halt so, hier hast du das Mikro. Ich habe gesagt, nee, ich will eigentlich nur gucken. Und dann meinte er zu mir, so, entweder du rappst jetzt oder du kommst nie wieder. Und dann dachte ich halt, okay, das ist schon interessant hier, also nehme ich mal was und yo, ey, ey. Ja. Und so habe ich das dann angefangen und es hat mich ziemlich fasziniert. Mhm. Und dann ging es irgendwie so langsam los. Schritt für Schritt. Ja, so war das. Okay. Ja, ich bin zu der Zeit irgendwie, glaube ich, nach Berlin gezogen, so um die 2000er rum so. Und bin dann in einer WG gelandet, die sehr Hip-Hop-affin war. Also so kulturmäßig auch und wurde viel gemalt, viele Plattenspieler in der Wohnung. Also komplett die ganzen Elemente genau, so genau. Ja, Breaken, glaube ich, war von keinem so das Ding bei uns, aber so auf jeden Fall malen
DJ, Rap auf jeden Fall. Und ja, dann irgendwo an Plattenspielern hängen geblieben so und viele Platten gekauft, ersten Sachen aufgenommen und so. Und ja, dann ging das immer weiter. Und bis ich dann irgendwann ihn getroffen habe und die anderen Jungs. Und dann, wann war das, wo ihr euch genau getroffen habt? 2006. Das war 2006, ja. Und 2007 kam dann das erste Album und 2009 dann das nächste. Und ja, und dann ging es so ein bisschen solo weiter. Und also er und der andere Rapper hatten auch schon, Refpolk, die hatten auch schon eine Solo-EP draußen. Und ja, dann irgendwann, ja, da hatte man irgendwie nach so vielen Jahren dann irgendwie auch keine Lust mehr so richtig. Und wir haben uns aber nicht aufgelöst oder so, sondern einfach das so ein bisschen weiterlaufen lassen. Und wir sind auch nach wie vor alle cool miteinander und man unterstützt sich irgendwie. Und aber so ein bisschen nebenher eigentlich alles so laufen lassen, so quasi. Ja, genau. Also wie gesagt, wir haben uns nicht groß gestritten oder so und gesagt, so ja, jetzt es gibt diese Band nicht mehr oder so, sondern es hat sich so ein bisschen im Sande verlaufen. Jeder wollte so ein bisschen sein Solo-Kram machen. Ja, das passiert ja manchmal auch. Das ist ja eigentlich nichts Übles. So. Also man muss ja auch irgendwann mal so irgendwie so eine kreative Schaffenspause haben, wenn man in so einer Bandkonstellation ist, wo es einfach nicht mehr weitergeht. Ja. Ne? Ja, für mich war es sowieso gut, weil ich hatte dann doppelt so viele Auftritte, weil ich DJ von zwei Rappern auf einmal war. Ja. Sehr cool. Was waren eure Inspirationsquellen zu dem Zeitpunkt, wo ihr gesagt habt, okay, wir haben jetzt mit Hip-Hop angefangen. Was waren da so eure Vorbilder, Inspirationsquellen, die euch da geprägt haben? Bei mir ist es auf jeden Fall ein sehr bunter Blumenstrauß. So, das ist definitiv sowas wie Dr. Dre, die 2001, also aber auch sowas wie Torch, Blauer Samt oder keine Ahnung, MOR Crew, also halt Savage und seine alte Sache. Also das waren schon so Inspirationsmomente, die sich eigentlich gar nicht so richtig gut ergänzen. Aber irgendwie hat es mich alles fasziniert oder Curse oder so. Waren schon krasse Sachen. Habe ich da offensichtlich alles rausgezogen. Wobei textlich, Curse, da bist du ja gar nicht so weit entfernt. Ja, zwar nicht klar. Von der Härte lyrisch, aber von der Textgestaltung. Also Curse, ja, das fand ich eine Weile lang richtig cool. Inzwischen finde ich es halt, ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu soft geworden so, aber das fand ich damals auf jeden Fall krass. Also einfach so den Eindruck zu haben, man kann über super viel schreiben. Man kann über Persönliches schreiben, man kann sich äußern zum Tagesgeschehen, der hat ja auch Battle-Songs geschrieben, ist ja nicht so, als wenn der immer so easy gewesen wäre. So, der hat ja schon auch richtig ausgeteilt. Ja, ja, und das war irgendwie bei ihm schon auch interessant, so fand ich schon cool. Ja. Mhm. Boah, ich weiß das gar nicht mehr genau. Also wir haben auf jeden Fall viel so sogenannten Conscious Rap irgendwie gehört, so KRS oder keine Ahnung. Den ist ja leider eigentlich jetzt nicht mehr so krass gibt, der ist jetzt nicht mehr so verbreitet. Ja, aber ich glaube, der tourt immer noch, ne? Ich glaube, der ist immer noch unterwegs grade. So. Ja, ja. Und ich glaube, die Shows von dem sind auch immer noch ziemlich so powerful und geht schon gut nach vorne immer noch so. Hätte mich aber auch gewundert, so, ja. Ich habe ein Video gerade gesehen, Das sah krass aus. Echt? War ein bisschen runter, oder? Nee. Versuch mal ins Mikrofon zu reden. Ich hab gerade ein Video gesehen von einem Auftritt, wo eine Freundin von mir war, die hat das bei Facebook gepostet, KRS-One, das sah übergut aus. Echt? Also der Typ ist super. Also der reißt noch ab. Der reißt richtig ab, so. Bewegt sich super smooth auf der Bühne, so. Ist das auch ein Riese, ne? Ja, das ist aber auch. Ja. Der hatte ja auch diese so richtig so Punch-Beats, so. Ja. Die haben so richtig in die Fresse rein, so. Und kann ich mir schon gut vorstellen, wenn der irgendwo in einem Club spielt oder so, dass die Leute dann. Ja, es zieht ja immer noch, aber bloß ich glaube, so diese Kommerzialisierung von dem Rap ist halt nicht mehr so krass gefragt. Ja, das sind ja auch Leute, die das früher gehört haben, ne? Also, ja, genau. Also ich glaube, KRS, der kriegt jetzt auch, wenn er jetzt noch ein neues Album macht, dann. Da gehen nicht mehr viele Leute dann drauf ein, ja, genau. Also es sind eher die Leute vielleicht von früher, die das auch kennen genau. Und dann aber auch die vielen alten Sachen hören wollen und keine Ahnung. Wobei ich halt denke, sowas wie, also jetzt mal so Ami-Rap-mäßig, Loopy Fiasco, Kendrick Lamar, das ist ja auch Conscious Rap. Ja. Und die sind richtig groß. Okay, aber die füllen hier aber immer noch keine Stadien. So Kendrick würde auf jeden Fall filmen. Kendrick auf jeden Fall, aber jetzt zum Beispiel Lupe Fiasco, den höre ich ja schon seit 10 Jahren. Ja, ja, das so, stimmt. Und also hier konzerttechnisch, wie oft wollte ich ihn gerne sehen so, und wie oft kam er nicht so. Aber also, das sind ja auch neue Rapper so. Die, ja. die haben ja auch keine Fans von früher. So, ne? Und, genau, die bauen sich die machen einfach geile, aktuelle, neue Musik so. Ja. Ne? Und dadurch. In, weiß nicht, wie viel es in 20 Jahren aussieht bei denen so. Ja, genau. So, und das ist ja auch noch der Punkt. So, KRS-One, wie alt ist der jetzt? Der geht doch locker auf die 50 oder ist schon über 50? Der ist sicherlich über 50. Über 50. Würde ich jetzt mal sagen. Also, so, und wenn der noch so eine Fanbase hat, die trotzdem noch mitreißt, ist es schon cool. So, aber ich glaube nicht, dass er jetzt so irgendwie Fuß fassen kann noch mit einem neuen Album, wie du das schon eben gerade gesagt hast. Okay, aber dafür rappt er vielleicht auch einfach am heutigen Standard gemessen nicht mehr gut genug.
Also weil das ist ein Punkt, so die, der technische Anspruch ist natürlich krass gestiegen, zu Recht, einfach weil es halt weitergeht. Und ich glaube, es gibt selten Künstler, die dann um die Ecke kommen und nochmal so richtig auf der Höhe der Zeit sind. So Dre mit seinem Detox, das er tausendmal verschiebt. Ich glaube, der hat sich einfach nicht mehr getraut. Mhm, ganz genau. Weil von wem ist er umgeben? Irgendwie ja, von Kendrick Lamar, von... Ach oh Gott, jetzt bin ich heute schon wieder schlecht mit Namen. Ja, aber das ist ja von vielen, also Kendrick Lamar, YG, Drake. Ja, genau. So Schoolboy Q sind alles Leute, die sind einfach technisch Asset, auch echt so, richtig die, krass. Die rasten einfach komplett aus. Ja. Und, da kann, und ich glaube auch mit dem Alter haben die auch gar keine Lust mehr, sich da einen auf Hampelmann so vorne hinzustellen und da so abzureißen, so, weil sie auch, glaube ich, mit dem Alter, glaube ich, konform gehen müssen. Ja. Das ist auch, glaube ich, so eine Sache, die ich glaube, also wäre jetzt nicht, wäre vielleicht auch eine Anmaßung, dass ich das jetzt so äußere. Fragen wir mal Dre. Ja, so fragen wir mal Dre, genau. Gab es nicht auch Gerüchte über eine Up in Smoke Teil 2 Tour oder so? Wäre natürlich der Hammer. Wo die alle nochmal irgendwie auf Welttournee gehen. Also und wenn es die nochmal geben würde, ich wäre wie ein Groupie dabei. Also da würde ich auch auf jeden Fall nochmal richtig tief in die Tasche langen für ein Ticket. So, einfach mal jede Stadttour, einfach jede Stadt einfach mal mitnehmen, so egal wo sie sind, so einfach direkt. Wie geht ihr dann eigentlich jetzt bei euch so und bei euch also musikalisch an die Textarbeit ran? Ganz unterschiedlich. Also es gibt manchmal gibt es Songs, die entstehen, weil der Beat da ist und irgendwas losrüttelt, sodass man das Gefühl hat, so da muss ich jetzt darüber schreiben. Aber oftmals ist auch der Text da und es gibt noch gar keinen Beat. Und das aktuelle Album Für einen Moment perfekt wurde jetzt komplett von Mr. Mo und Riffson von Großstadtgeflüster produziert. Und wir haben diesmal einfach sehr interaktiv gearbeitet. Also so, dass ich einen halben Text mit ins Studio bringe und dann basteln die an den Beats, während ich per Kopfhörer mit der Skizze weiterschreibe. Oder ich bringe was mit auf einen Beat, aber wir haben das Gefühl, es passt nicht ganz und dann produzieren wir den Beat komplett neu. Um also, den Text anzupassen. Um den Text irgendwie rauszuarbeiten, weil darum geht es ja immer so ein bisschen. Das ist halt, ich bin ganz ehrlich, wenn der Beat nicht passen würde, dann kann ich erzählen, was ich will. Dann kann ich so gut sein, wie ich will. Die Leute werden nicht zuhören. Also pickst du dann erstmal den Beat, bevor du dann an den Text arbeitest? Wie gesagt, manchmal. Aber manchmal wird auch drumherum gebaut. Ich glaube einfach nur, dass die Produktion extrem wichtig ist, um den Text überhaupt zur Geltung zu bringen, weil du kannst unglaublich guter Rapper oder Rapperin sein, wenn deine Beats nicht stimmen, dann wirst du nicht zünden. Also auf die Frage Beat oder Text bei Rap, glaube ich, muss man ganz klar sagen, auf jeden Fall Beat. Sag mir mal einen Song, wo du den Text geil findest, aber den Beat so richtig scheiße und den du seit Jahren pumpst. Mhm. Aber sag mal andersrum. Ja, okay, da gibt's schon einige. Also wie gesagt, der Text, das ist aber auch das, was auch bei den French Rap gibt, bei den Holland Raps gibt, bei den Army Raps gibt. Manchmal verstehen die es gar nicht, aber der Beat knallt einfach so krass, dass sie dann einfach sagen, okay, das Lied pumpe ich einfach, weil der Beat so heiß ist. Ich bekenne mich sofort. So, ich verstehe überhaupt gar kein einziges Wort Französisch und ich höre richtig viel Französisch. Ja, genau. Die gar keine Ahnung, was du mir erzählst. So, der neue Rap, der kommt jetzt auch irgendwie, wie heißt? Ja, ist aber leider wirklich so. Und der Koreaner-Rap, der kommt ja jetzt auch derbe stark. Habt ihr davon mal was mitbekommen? K-Rap sozusagen. K-Rap, ey, die rasten aber komplett aus, also auf der Trap-Schiene und die nehmen auseinander. Also. Ich habe so ein paar kurze Clips gesehen, die sind wirklich ziemlich gut. Ja. Die reißen auf K-Pop krass ab. Ihr geht ja auch auf Tour, nochmal zurück, so Smoking Up Tour. Wann wird eure Tour nochmal starten? Am 27. Oktober geht das los. Mit welcher Stadt weiß ich gar nicht? Nürnberg? Nürnberg. Ich glaube, in Nürnberg starten wir. Und dann haben wir 24 Termine bis Ende Dezember und kommen dann nach Hause. Dann am 17. Dezember kommen wir nach Berlin. 16. Dezember, der Tag davor, sind wir in Hamburg im Molotow. Sehr cool. Und genau, das haben wir diesmal sozusagen einfach anders aufgezogen. Normalerweise starteten wir immer in der eigenen Stadt und ziehen dann los, aber wir hatten diesmal gedacht, wäre auch geil, richtig viel rumzureisen und dann ein Konzert zu machen, wo wir auch einfach viele Leute von uns reinholen werden, einfach mal so ein bisschen... Ja, vor allen Dingen zum grünen Abschluss ist es ja auch echt wie gemeistert, ne? Wenn ihr da irgendwie zu Hause auf die Bühne geht, eure Leute sind am Start und ihr reißt nochmal richtig ab. So zum wie die Feiern Könige fahren. Werden wir in die eigene Stadt einreichen. Durch den Arc de Triomphe. Gibt es da auch noch irgendwelche Specials mit auf der Tour, die jetzt irgendwie jetzt schon... Wir haben auf... also ein großes Special wird auf jeden Fall Bremen sein, wo wir so eine kleine Audiolied-Party machen. Oh, wer ist da noch dabei? Neonschwarz ist auf jeden Fall dabei. Finna, glaube ich auch. Finna, genau. Im Schlachthof, glaube ich, da. Das ist auch ein ziemlich cooler, großer Laden so. Und ich glaube, das wird ein kleines Highlight werden. Ansonsten haben wir Haskara auch oft dabei, eine Rapperin.
Lenky Balboa macht oft die Aftershow-Party und ja, ich auch, ja, genau. Ja, was ich bin, machst du denn? Ich mach dann auch ein bisschen mit der Aftershow-Party mit, aber ich bin ja sonst auch auf der, ja, genau, auf der Bühne dabei, ja, genau. Sehr cool, sehr cool. Also da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Wenn ich Molotow mit eingeladen werde, bin ich auf jeden Fall mit am Start. Sehr, sehr, sehr gerne. Nochmal eine Frage zurück zur Musik. Was war euer Leben, bevor ihr angefangen habt, zur Musik zu kommen, also komplett? Also es war flaumbärtig, zu Hause lebend, bei meiner Mutter. Also was war unser Leben davor? Da ich das tatsächlich schon so lange mache, nichts. Ich habe das ja mit 16 angefangen, so zu verfolgen. Also man kann nicht behaupten, dass ich damals schon so ernsthaft rangegangen bin, aber halt irgendwie mich dafür zu interessieren, irgendwie Sachen vollkritzeln, Raps schreiben. Und insofern war es davor wirklich, glaube ich, noch so sehr, sehr teenie-mäßig und irgendwie ein bisschen unorientiert vielleicht, was will ich so machen. Und in diesen vielen Jahren, ich würde mal sagen, so mit 20 habe ich die erste Platte wirklich rausgebracht oder versucht, die so halt eigenvertriebsmäßig zu machen, 10 Jahre her. Und das ist schon sehr zu meinem Leben geworden, also obwohl ich auch noch andere Sachen mache, aber es ist auf jeden Fall meine Identitätsstiftung sozusagen, glaube ich, damals passiert. Ja, ich habe die ja ein bisschen später kennengelernt erst und ja, ich habe früher eine kaufmännische Ausbildung gemacht und ja, das war, glaube ich, eher ein Griff in den Bienenkorb. Die Metapher habe ich mir gerade ausgedacht. Und ja, also dann, das war schon ziemlich genial, als das so angefangen hat alles, ne? Und wenn man so die ersten Jahre oder so die ersten 1-2 Jahre auf jeden Fall, musste man ja auch viel strugglen, um sich überhaupt Konzerte zu beschaffen, ne? Da musst du halt die Läden anschreiben, damit sie dir da eine Plattform bieten. Ne? Und dann, wenn es da einen Kasten Bier gibt oder 50 Euro Reisekosten, so, dann bist du richtig happy. So, ne? Und wenn das dann so langsam immer größer wird, ne? Und du einfach aussortieren kannst, das Postfach, so, ne? Von wegen, wo spiele ich? Ja, ja, nein, nein. Ja, ja, nein, genau. Und dann, das macht schon Spaß dann irgendwann so, ne? Und also bei uns, also nach wie vor, es wird ja immer besser. Also wir haben immer das Gefühl, es wird von Album zu Album, alles wird cooler so. Und ich glaube, solange das auch noch so weitergeht, so, dann hören wir damit erstmal nicht auf, glaube ich, ne? Und ja, das ist einfach, muss man auch schon ein bisschen dankbar sein, so. Das ist schon eine geile Sache. Vielleicht so als Nachsatz, manchmal gibt es ja Leute, also so Wegbegleiter auch, von denen man dann einfach irgendwann hört, dass die aufgehört haben. Ne? Also so von früher, vielleicht aus einer Freestyle-Session. Also, und das verstehe ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ich kann mir vorstellen, dass mein Output sich irgendwann einen anderen Weg suchen wird. Also ich will, oder vielleicht muss ich nicht Rapper werden, bleiben, bis ich 50 bin oder so. Aber irgendwie wird es sicherlich irgendwie immer eine Rolle spielen. Und die Frage halt so ein bisschen, was wäre ich, wenn ich das nicht wäre? Und darauf habe ich halt nicht so richtig eine Antwort. Also genau, da kommen wir direkt zu meiner nächsten Frage, nämlich. War die Entscheidung, in die Musikbranche einzutreten, für euch die richtige? Oder bedauert ihr vielleicht die Entscheidung doch mal, wenn ihr rückwirkend, rekapitulierend darüber nachdenkt? Also ich überhaupt nicht. Mhm. Weil es ja mit sehr viel Unsicherheit verbunden ist manchmal. Auf jeden. Aber so wie Freiheit mit Sicherheit stirbt, lebt Freiheit mit Unsicherheit, weißt du, wie ich meine? Also ich glaube einfach, dass so große Unsicherheit, die man im Leben hat, dadurch, dass man eben auf ein Pferd setzt, was nicht Geld abwirft, wie vielleicht ein sicherer Job. Ich will nicht sagen, dass es leicht ist, den zu kriegen, aber es gibt Leute, die gehen einen sicheren Weg. Aber damit Hand in Hand geht, dass man auch einfach unglaubliche Freiheiten hat und dass man krasse Sachen erlebt. Ich meine, wir geben Konzerte und es kommen sogar Leute, jetzt mal so ganz tief gestapelt. Wir machen Musik und es gibt sogar Leute, die das hören. Es gibt sogar Leute, die das total feiern. Insofern ist unglaublich viel gewonnen und das kann mir keiner in Geld bezahlen. Also ich habe das nie bereut. Nö. Also ich wüsste gar nicht, was ich sonst gemacht hätte. Wer wäre ich denn dann? Mhm. Was wäre dieser Junge? Was wäre bloß aus dem geworden? Es gibt ja auch Möglichkeiten, also jetzt nochmal, um auf diese 50 zu sprechen zu kommen, später auch mit, man kannte zum Beispiel, also es gibt ja in Berlin genug Leute, die dann später zum Beispiel Veranstalter werden oder so, die sich nach wie vor krass für Musik interessieren und dann halt Nachwuchstalente fördern, die bei sich spielen lassen, Konzerte veranstalten, alles Mögliche. Sind klar, also wahrscheinlich wird nicht. Gut, als DJ hat man es vielleicht noch ein bisschen leichter, so, weil man kann auch aktuelle Musik spielen, wenn man 50 ist, obwohl ich mich jetzt auch nicht mit 50 wahrscheinlich irgendwo in irgendeinem
irgendeinem Laden sehe irgendwie und da, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Mal gucken, was da, gucken, was, was die Musik in 20 Jahren so ist. So. Also momentan kann ich noch sehr gut aktuelle Musik hören. Also auch, ansonsten gibt's auch noch kann auch mal das Radio anmachen und irgendwie den, den neuesten Major Lazer Beat zum 10. Mal hören oder so. Also es ist aber schon so, dass ihr die Musik für euch selber auch als, als, als Glücksspender, als Glücks... Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist, ja, also das ist, ist ja, man rutscht dann ja klar so ein bisschen rein auch, ne? Wir hatten halt damals auch ein bisschen Glück, so dass es so, so linken Rap, Rap mit, ex, mit explizit politischer Aussage gab es nicht so richtig. Also es gab noch, ich weiß nicht, Chaos One gab es noch so und wir in unserem Kollektiv hatten wir noch hier Lena Störfaktor von Connexion Musical damals oder so, aber wir haben schon, wenn wir irgendwo außerhalb gespielt haben und wir haben ja auch relativ früh viel außerhalb gespielt, man traf schon immer auf die gleichen Leute so, ne? Und das wurde dann nach und nach immer mehr so. Und da haben wir natürlich auch eine Nische bedient irgendwo, ne, die es dann noch nicht so richtig gab. Und ja, das, ging, das wurde dann halt so relativ schnell dann auch groß, ne, also immer, immer weiter. Wie kann man sich bei euch so die, weil ihr jetzt auch gerade mit dem neuen Album am Start seid und wie wir ja schon eben gerade rauskristallisiert haben, dass ihr extrem viel Liebe für die ganze Geschichte auch habt und aus Grund der Liebe überhaupt angefangen habt. Wie kann man sich dann die Arbeit an so einem, an so ein Album einem vorstellen quasi, wo ihr so viel Liebe mit reinbringt. Wie kristallisiert sich das für Außenstehende oder woran erkennt man das? Dass wir an einem Album arbeiten, meinst du? Das kristallisiert sich daran, dass soziale Kontakte werden das schon mitkriegen, dass da irgendwie viel Stress ist und dass, dass da einfach viel Herzblut reinfließt, weil wir arbeiten ja nicht für Geld. Also ich meine, im Endeffekt, es wäre auch gelogen, wenn man jetzt behaupten würde, Geld spielt da keine Rolle. Natürlich spekuliert man irgendwie drauf, dass da auch Kohle zurückkommt, weil halt auch welche drinsteckt und weil es super wäre, wenn man ein halbes Jahr an so einem Ding arbeitet, wenn man davon auch ein halbes Jahr leben könnte. Das wäre natürlich großartig. Aber ich glaube, generell ist es einfach ein sehr, sehr starker Fokus, den andere Leute von außen vielleicht auch gar nicht mal so richtig verstehen können, weil es gibt auch viele Leute, und das finde ich überhaupt nicht schlimm, aber die haben zum Beispiel so einen Fokus nicht. Also die haben dann halt einen Job, mit dem leben sie so rum, am Wochenende machen sie ein bisschen was und fahren in den Urlaub. Ich finde das überhaupt nicht blöd oder profan, aber ich kann das nicht. Und ich habe sozusagen seit 10 Jahren so mein Ding, worauf ich alles setze und worauf ich auch immer, worum ich alles herumbaue. Und ich glaube, das sieht man einfach von außen. Wenn man mich kennt oder wenn man uns kennt, dann weiß man, das ist unser Ding. So, wir sind irre viel unterwegs. Feuer und Flamme. Wir sind Feuer und Flamme auf jeden Fall. Wir lernen ständig Leute kennen, sind ständig an anderen Orten. Das ist ein anderes Leben als jemand, der das nicht hat. So. Und das ist cool. Also ich habe mir das ausgesucht. Kai hat sich das auch ausgesucht. Und ich glaube, es ist bis heute das Richtige. So. Wie seid ihr da jetzt, wenn man sich das jetzt vorstellt, wir haben ja auch schon kurz mal das Thema angesprochen, wie ihr mit den Texten arbeitet, wie ihr im Studio, wie das Ganze funktioniert. Aber wenn ihr euch jetzt so ein Ziel setzt und sagt, okay, alles klar, ihr habt ja schon mehrere Alben hinter euch. Wenn ihr jetzt ein neues Projekt in Auge nimmt, so quasi, und sagt, okay, wir fangen jetzt nochmal ein Album an. Wie geht das? Wie fängt es an? Es fängt an mit einer großen Leere und mit einer großen Angst auf jeden Fall. Es stimmt wirklich, weil Album ist jetzt fertig. Album ist jetzt draußen. Ich finde, es ist extrem gut geworden. Ich finde, es ist ein Riesenschritt vom letzten. Und gerade das Ding macht es ein bisschen schwierig, weiterzudenken, weil man dann natürlich, also dann kommt mir immer so der Gedanke, okay, das fühlt sich jetzt gerade so an. Alle, die da reinhören, sagen halt so, okay, das klingt echt nochmal anders. Kriege ich das nochmal hin? Also kann ich nochmal von dieser Stufe die nächste Stufe nehmen? Das ist nicht so, als wenn die leichter zu nehmen werden. Die werden eher schwerer, finde ich. Und insofern beginnt es auch mal mit einer großen Verunsicherung, dass man sagt, okay, jetzt habe ich erstmal auf 15 Songs so und so viel erzählt. Was zum Teufel soll ich jetzt eigentlich noch sagen? Was wäre noch, what's left to say? Und ich glaube, dann kommt nach einer Weile, kommt wieder was angekrochen, die Inspiration traut sich wieder irgendwie raus. Aber ich muss zum Beispiel sagen, jetzt, ich habe noch nicht viele Texte für ein neues Album. Ich habe ein paar Ideen, aber ich habe noch gar nicht angefangen zu schreiben, weil ich nicht weiß, wie es klingen soll. Also erstmal ist immer ein bisschen Verzweiflung und Angst so. Und dann kommt irgendwann... Weicht die dann irgendwann. Dann kommt wieder eine Idee und dann kommt wieder ein Film, wo man denkt so, da habe ich richtig Bock, was beizutragen. Ich hau rein jetzt so. Ich habe meine Richtung gefunden. Das ist das Wichtigste.
Ja. Was sind eure nächsten Pläne, die wir jetzt akut noch außer der Tour, außer das Album, was jetzt kommt? Habt ihr da schon noch andere Pläne, andere Kollabos, die ihr jetzt schon ins Auge fassen könnt? Es kommt ein Audiolied-Sampler raus. Da haben wir einen Song drauf, der heißt Zeitlupe. Der Sampler, der ist, glaube ich, sehr checkenswert. Und nö, an sich ist ja für uns, sobald die Tour beginnt, im Kopf das Jahr auch schon zu Ende. Und deshalb, glaube ich, die Tour abreißen und dann sich auch einfach ein bisschen erholen und mal ein bisschen checken, wo so das Leben geblieben ist zwischen all diesen Kilometern auf der Autobahn. Die aber wahnsinnig waren. Also, ja, die machen einen schon manchmal ein bisschen wahnsinnig. Wobei, man muss echt sagen, wir sind ein gut eingespieltes Team. Nach 10 Jahren auf Tour ist bei uns zum Beispiel auch manchmal einfach Schnauze halten. Ist auch cool, ist nicht unfreundlich, wenn einer nicht antwortet. Nicht, aber das verstehen die meisten dann immer nicht so. Ja, irgendwie. Wir verstehen es inzwischen. Ja. Ist nicht unfreundlich, wenn einer sagt, lass mich mal in Ruhe. Ja, genau. So, ich will gar nicht. Dann weiß man so, okay, passiert mir auch. Ja, ist nicht schlimm, sollte man nicht persönlich nehmen. Nee, also es wird, glaube ich, eine richtig gute Zeit und danach einfach so ein bisschen runterkommen. Und natürlich dann überlegen, wie geht's weiter. Und der Plan ist, dass es weitergeht. Ich habe auch schon mit Lars von Audiolied geredet. Wir haben keinen harten Zeitplan, aber im Laufe von 2017 soll ein neues Album entstehen. Das ist immer die Idee. Ja. Cool. Ich danke euch auf jeden Fall für die Zeit, für das knappe Interview. Eigentlich hätten wir noch ein bisschen länger. Ich hätte eigentlich schon 2-3 Stunden mit euch weiterquatschen können. Aber unsere Zeit ist leider begrenzt. Echt super nettes Gespräch. Kobito, warte, wie machen wir es? Wie machen wir es? Doppelfaust. Zack. Check. Blah. Genau. You got it. Genau. So, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg auf der Tour, auch mit dem Album. Wenn ihr in Hamburg spielt, bin ich auf jeden Fall der Erste, der eine Karte hat. Das war's von uns. King Kong Pictures, Real Talk, Stumpy, Kobito, wir sind raus. Tschüss. Check.